Stress ist einerseits ein Modewort, wenn man Leute in der Kantine trifft, da sind alle gestresst. Wenn man aber ein wissenschaftliches Interview mit ihnen darüber führt, sind plötzlich nicht mehr sehr viele gestresst, weil viele Angst haben, wenn sie sagen, ich bin überlastet, dass sie eigentlich als überfordert gelten. Wissenschaftlich gesehen ist Stress vor allem ein Erleben von Anspannung, die als negativ erlebt wird. Vor allem, wenn wir uns Anforderungen ausgesetzt sind, wo wir nicht sicher sind, ob wir sie bewältigen können. Stress ist eine außergewöhnliche Situation für das Individuum, eine ungewohnte Situation. Es gibt den Eustress, den positiven Stress, da werden Glückshormone freigesetzt mehrheitlich. Und es gibt den negativen Stress, den Distress, der eigentlich heutzutage sehr schädlich für unsere Gesundheit ist. Also da ist sicher als erstes die Überlastung zu nennen. Da ist aber auch die Frage von Autonomie. Kann ich selber entscheiden, was ich wie und wann tue? Da ist die Frage von Anerkennung und Unterstützung. Viel Anerkennung kann Stress abpuffern. Wenig Anerkennung kann selber zum Stressfaktor werden. Dann kommt natürlich die Person selber hinzu. Nicht jeder reagiert gleich auf Stress. Und das private Umfeld, auch dort hat man Belastungen, Stressfaktoren, aber auch Unterstützung, die helfen kann, Stress abzupuffern. Stress ist ein Leistungsausweis heutzutage. Es ist ein Zeichen, dass man wichtig ist, dass man eine Aufgabe hat, dass man gebraucht wird. Unsere Umwelt läuft auch immer schneller. Die neuen Medien sind dafür verantwortlich, dass man noch schneller funktionieren muss, noch besser etwas begreifen, noch klarer etwas ausdrücken. Das ist sicher ein großer Stressfaktor. Oftmals ist es aber auch so, dass man sich den Stress selber macht. Aus eigener Erwartungshaltung, aus erzieherischen Gründen, Glaubensmuster, denkt man, man muss dieses noch machen, jenes noch machen, um genügen zu können. Was kann man vorbeugend gegen Stress machen? Nun, einerseits natürlich diese Bedingungen möglichst gut gestalten. Viel Autonomie in der Arbeit, viel Anerkennung in der Arbeit, aber auch viel Anerkennung im Privatleben. Sport treiben beispielsweise kann gut gegen Stress helfen. Aber man kann auch lernen, mit Stresssituationen gelassener umzugehen, als man es vielleicht sonst getan hätte. Wichtig ist es, den Stress zuerst erkennen, analysieren und sich dann überlegen, was kann ich dagegen tun. Also die aktive Haltung ist gefragt. Es gibt die 80-20-Regel, die gibt es auch im Marketing. Strategien, also wenn man 20% der Stressfaktoren eliminiert, dann hat man schon 80% Verbesserung erreicht. Wenn der Stress massiv wird, dann braucht man natürlich eine Psychotherapie, um damit umzugehen. Wenn es weniger schlimm ist, kann man in sogenannten Stressmanagement-Trainings lernen, sich auf Situationen, die belastend sind, vorzubereiten und Strategien einzuüben, wie man damit umgeht. Eine ganz große Rolle spielt dabei natürlich die Unterstützung durch das Umfeld, in der Arbeit durch Kollegen und Vorgesetzte, aber auch im Privatleben durch Freunde, Ehepartner und so weiter.